Franz Hackl und sein New Yorker Musikerkollege Adam Holtzman. Er spielt heimische Melodien und hat damit, wie er sagt, schon die ganze New Yorker Jazz-Szene infiltriert. Sein Erfolgsgeheimnis? Dass man authentisch ist. Und das lernt man sicher. Ich habe Trompeten spielen gelernt, mit dem Vater Volksweisen spielen. Und eigentlich, dass man jede Noten meint, die man spielt. Das Faszinierende an Franz Hackl ist für mich, dass er das österreichische Wurzeln mit dem Jazz verbinden kann und seine tirolerische Heimat auch in New York nicht vergisst. Und das hört man an seiner Sprache und das hört man an seiner Musik. Für mich ist faszinierend, dass er eine Arbeit hat in New York, weil mein Freund ist New Yorker und er sagt, die Jazz-Szene ist wie ein Haifischbecken dort. Also, dass er dort überhaupt überleben kann, ist schon großartig. Ich denke, es ist super, dass er zu New York gezogen ist. Ich bin auch ein Jazzmusiker, ich bin aus New York, ich habe im Harlem aufgewachsen. So, ich wünsche ihm viel Glück und viel Erfolg. Es ist eine großartige Leistung von Hackl Franz, dass er das geschafft hat, dass er drüben wirklich ein hoch angesehener, akzeptierter Musiker ist. Das ist irgendwie schon eine Auszeichnung, wenn man praktisch als Europäer oder Elbler nachher akzeptiert wird, da wo wirklich der Jazz gespielt wird. Seit 25 Jahren versorgt Franz Hackl die New Yorker Jazz-Szene mit Klängen aus seiner Heimat. Und in seine Heimat Schwarz holt er regelmäßig internationale Musiker zu einem Festival samt Akademie. Der Klavierzyklus im Linzer Bruckner Haus dauert noch bis zum 25. Jänner. Hier Jackie Terrasson und Stéphane Belmondo, die ebenfalls gestern bei der Jazznacht spielten.